Das haben wir gerade eben schon gesagt. Hier sieht es ungefähr aus wie in Norddeutschland, alles so flach hier. Hier gibt es auch sehr viel Wein, was ja allein schon aussagt, dass hier natürlich super Klima herrscht. Also es ist auf jeden Fall immer so 4-5 Grad wärmer hier als wie bei uns. So, noch 8 Kilometer, da sind wir in Kehl, da ist der Grenzübergang. Jetzt sind wir in Frankreich. Elsass ist ebenfalls eine herrliche Gegend. Allerdings hier an der Grenze bei Kehl fanden wir es weniger toll. Sehr viel Gewerbebauten. Da muss man schon eher beispielsweise Richtung Colmar fahren. In Straßburg gibt es übrigens auch einen tollen Weihnachtsmarkt. Die ganzen Mistelzweige, da war bestimmt ein Miraculix. So fuhren wir wieder in einer Runde zurück. Bei diesen flachen Wäldern hatte ich schon öfter mal die Idee zum Buschkräften. Da könnte man ewig weit ohne Buckel und Hügel durch die Wälder streifen. Das regnerische Wetter blieb den ganzen Tag so. Wir fuhren an schönen Obstwiesen vorbei, an Weinhängen und dann konnte man hier oder da auch per Selbstbedienung Obst kaufen, indem man einfach das entsprechende Geld einwarf. Na, da holen wir uns doch gleich mal einen kleinen Apfelvorrat. Dann kam uns auf der Strecke noch die Idee, Richtung Oppenau zur Klosterruine Allerheiligen zu fahren. Das sollte allerdings noch eine recht nasse Angelegenheit werden. So, jetzt befinden wir uns auf dem Rückweg. Jetzt fahren wir noch zu Allerheiligen. Da gibt es ein Kloster. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Wird zwar langsam schon ein bisschen arg dunkel jetzt, aber wird schon noch klappen. Gegen Regen habe ich eigentlich nichts, je nachdem, was man so vorhat. Aber die Filmerei war echt sehr problematisch. Zwar kann man sich immer irgendwie einen Regenschutz für die Kamera bauen, aber wenn man mit manueller Einstellung filmt, ist es nicht ganz so einfach. Dazu muss das Mikro bedient werden und so weiter. Das ist jetzt die Strecke zwischen Oppenau Richtung Allerheiligen. Eine wunderschöne Strecke zu fahren. Und jetzt bei dem Wetter sieht auch toll aus. Ja, wie man sieht, hier liegt noch Schnee, oder noch immer Schnee, kann man sagen, und es regnet dazu. Hat schon was. Das sieht ja auch klasse jetzt aus da, so römisch. Naja, irgendwann werden wir hier auch mal unterwegs sein, wenn schön Wetter ist. Aber wie gesagt, das sieht doch auch klasse aus. Die Klosterruine Allerheiligen hatten wir schon öfter mal besucht und es gefällt jedes Mal aufs Neue. Sieht einfach richtig, richtig klasse aus. Idyllisch abgelegen oberhalb wildromantischer Wasserfälle. Gotische Bögen, Reste der Sakristei und des Kreuzgangs aus Buntsandstein. Sehr romantisch und schon fast zauberhaft. Also, wie gesagt, jetzt sind wir an der Klosterruine Allerheiligen. Ja, jetzt habe ich gerade mal das neue Mikro im Test, habe ich mir gestern eins gekauft, so ein Funkmikro. Ja, knapp 190 Euro ist natürlich ein Brocken. Hoffe, es bringt was künftig. Ist halt wieder ein bisschen mehr Technik dran an dem Ganzen, aber wäre natürlich schon eine tolle Geschichte, wenn das funktioniert. Schauen wir uns das ganze Teil mal näher an. Es regnet hier gerade in Strömen leider. Habe ich für die Kamera ein Poncho drüber gehängt. Auf jeden Fall eine wunderschöne Ruine. Ja, das sieht natürlich schon klasse aus. Gerade jetzt im Regen, aber mit der Technik ist halt ein bisschen schwierig gerade, wie gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen, das sich anzugucken. Jetzt wollten wir hier eine Kerze anzünden und 2 Euro einwerfen. Aber irgendwie sind die alle leider schon abgebrannt. Gegründet von Uta von Schauenburg um 1191 wurde das Kloster 1657 zur Abtei erhoben. 1804 zerstörte ein Blitz weitgehend die Kirche. Die Ruine liegt 620 Meter über dem Meeresspiegel. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Tour durch den Schwarzwald. Heute befinden wir uns in der Klosterruine Allerheiligen, die um 1300 erbaut wurde. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das Gemäuer erweitert. Das Langhaus wurde wohl zu Beginn des 14. Jahrhunderts als gewölbte Basilika vollendet.
1470 wurde das Kloster durch einen Brand schwer beschädigt. Auch 1555 traf ein neuer Brand besonders das Klausurgebäude. 1818 wurde Kirche und Kloster auf Abbruch verkauft. Seither ist es eine Ruine und kann immer besichtigt werden. Im ehemaligen Gesindehaus befindet sich ein Informationszentrum und gegenüber auch eine Gastwirtschaft. Hier in dem Museum wird die Geschichte des Klosters nochmal veranschaulicht. Das Ehrenmal wollten wir natürlich auch besichtigen. Und bei der Rückfahrt nutzten wir die Gelegenheit, noch ein paar schöne Fotos zu machen. Es war wieder mal ein toller Ausflug und die Ruine bei Regen zu besichtigen hat ein ganz besonderes Flair. Abends waren wir dann beide gleicher Meinung. Es hat uns sehr, sehr gefallen.